Es zirscht. Mir ist was aufgefallen, Leute. Weiß, das ist eine unangenehme Situation, aber ich habe vielleicht nicht ganz, also nicht wirklich in diesem Sinne, also verhütet. Und jetzt ist da, man muss erstmal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also ein Vaterschaftstest muss ich anhand des T-Shirts ersichtlich nicht machen, ja? Der kommt ganz nach seinem Dad. Säuglingsphase samt Fütterung. Habe ich in diesem Sinne übersprungen, ja? Nehmt's mir bitte nicht übel. Jedenfalls, wie sieht es aus mit der Moral? 100 pro, Alter. Die geht nicht fort mehr. Ich habe festgestellt, ich kann die jetzt, ich kann die halt auf Arbeit schicken. Die ist jetzt irgendwie 3 Tage fort oder so. Und ich weiß nicht, was wir mit dem Knaben machen können. Als er noch ein Baby war, da... Ach, die können wir auch wegschicken. Ich mache nur Familienmitglieder, damit die arbeiten können. Um einen neuen Shisha-Tabak zu holen. So lässt sich's leben, Alter. Jedenfalls, Freunde, ich habe ungefähr so 2000 Dollar erwirtschaftet. Das ist jetzt nicht so viel. Ich wollte eigentlich hier ein Möbel-Upgrade machen, damit sich die liebe Familie ein bisschen wohler fühlt so zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ein bisschen auch Geldverschwendung ist. Es ist halt nice to have und solche Sachen sollten wir uns eventuell für später aufheben. Aber für... ich kann nicht. Was, Es ist ja alles so eine Frage einer Investition und Return of Investment, ja? Ihr investiert Daumen nach oben und ich spiele sämtliche Rotze, die sich im Simulator-Bereich auf Steam finden lassen. Glaubt mal, Leute, das sind richtig gut angelegte Daumen. Oh, Leute, ich habe übrigens festgestellt, das Spiel erklärt dir ja nichts, ne? Wenn man hier auf X drückt, dann hat man nach einer Zeit immer Fähigkeitspunkte, die man ansammelt und die kann man vergeben. Ich habe schon ein bisschen was gelevelt hier. Leute lassen mehr Geld in der Trinkgeldbox. Jetzt brauche ich bloß eine Trinkgeldbox. Hier kommen mehr Kunden ins Café. Garface, dank deines robusten Auftretens wird die Zahl der Kunden reduziert, die ohne Bezahlung weglaufen. Ich meine, im Endeffekt kann ich es mir auch sparen, ich vermöbel die einfach. Das können wir für fast 2300 Dollar besorgen. Diverse Spiele. Am besten wäre es natürlich, wenn wir das Ganze in einen... neues Setup investieren, also Stuhl, Tisch, PC, Monitor, Tastatur, Maus. Wir könnten natürlich auch uns einen neuen Raum kaufen mit ein paar mehr Quadratmetern. Computer Cases, hat irgendwie was Günstiges. Konsolentable, ich habe ja eine Konsole gekauft und ich wusste nicht so richtig, was man damit macht. Da muss man wahrscheinlich dann auch einen Monitor hinstellen und dann die Konsole da drauf oder so. Nee, ich will hier so ein Basic-Gamer-Table. Ich glaube, das ist zwar teuer, aber ich will nachher auch nicht alles doppelt und dreifach kaufen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Gaming-Monitor 1000, Alter, okay. Das ist halt die Grenze so. Wie viel haben wir denn jetzt hier im Warenkorb? Zeig mal her. 2,8? Oh, das können wir uns fast alles leisten. Wir haben den Tisch, wir haben den Stuhl auch, wir haben alles. Nee, kein PC, verdammt nochmal. Ich kaufe dann trotzdem schon mal das ganze Zeug. Und den PC dann eben halt später. Was soll ich sagen, Leute? Aus mir spricht der Unternehmer. Ja, an dem roten Balken kann man, by the way, sehen, wann die fertig sind. Oh, 250. Du gehst ins Internetcafé, zockst 3 Stunden und es kostet 250 Dollar, Alter. Einfach wie, weiß nicht, eine halbe Monatsmiete. Ey, der hat einen Daumen nach oben da gelassen. Er sollte euer Vorbild sein. Wehe, der hinterlässt ein schlechtes Review. Dann hole ich seine Kinder und setze mir die vor die... von Eingang. So, 2900, wir können uns unser einzukaufendes hier leisten, würde ich sagen. Also leisten nicht, aber wir kaufen uns trotzdem. Schatz, Konto ist wieder leer. Heute Abend wird nicht gegessen. So, öffne ich nochmal oder komm, ich mach noch einmal auf. Ah, dann muss ich auf mein Energielevel achten. Solange die aus dem Haus sind, kann ich doch ohnmächtig werden, wie ich will, oder? Das kriegt ihr doch gar nicht mit. Den Verfall meines körperlichen und geistigen Zustands. Ist ein Energy Drink, by the way. Nicht, dass wieder die Gerüchte entstehen im Kommentarbereich. Oh, ich habe das Gefühl, dass Seth auf diesem Channel nicht ganz nüchtern ist. Glaubt ihr allen Ernstes? Ich wäre nüchtern und könnte das noch ertragen? Also, ihr seid doch wirklich sehr naiv, muss ich sagen. Boah, der Boss-Chair. Schau in den Spiegel, sag, du bist Boss. Wo mag wohl der Tisch drin sein? Hier. Alles klar. Oh mein Gott. Die FPS mögen diesen Gaming-Chair leider nicht so. Oh, geil. Geil, Alter. Auch so richtig schön verpackungsspannend. Verschickt. Oh nein! Oh, sie haben mächtig dicke Arme. Ja! Autsch!
Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Nein, ich bin nicht Inhaber dieses Ladens. Und wenn ich es wäre, würden Sie zum Essen kommen. Autsch! Oh, Entschuldigung! Alles bestens, ich habe die Situation vollkommen im Griff. Okay, wie viel Geld haben wir schon zusammen? 330. 64 Skillpunkte haben wir inzwischen, ermöglichen ihnen härtere Schläge zu werfen, Alter. Ungenutzte Fertigkeitspunkte. Ach, hier, das sind Extrapunkte oder was? Was? Ich kann das. Kann ich ja hier fast alles voll leveln. Krass, ey. 3 Tage wach, Junge. $600. Wenn das ungefähr so der Tagessatz ist, dann können wir morgen am Ende des Tages schon einen neuen PC kaufen. Es ist halt in der Tat so, dass viele Reviews sich darüber beklagen, dass die Grafik schlecht ist. Dass das nicht richtig läuft, der PC und so. Und wenn wir das aushebeln, kriegen wir vielleicht statt einer schlechten eine gute Bewertung, was noch mehr Kunden gibt, die vielleicht länger hier verbringen wollen. Digga, was? Was ist denn? Oh, der hört schon auf. Oh, das ist perfektes Timing, mein Herr. Okay, Strom aus, um Rechnung zu sparen. Viel Spaß. So, sind die jetzt wieder da oder was? Oh, hi, grüß dich. Na, was hast du nach Hause gebracht? 99! Guter Junge, dafür gibt's auch eine extra Portion Pommes. Und du? 266! Mensch, das ist das. Das ist auch der neue Gaming-PC. Halleluja! Komm, High Five! Sieht da noch drinnen? Nee. Irgendwer hat die abgeholt. Wenn wir Glück haben, können wir uns nach dem einen Kunden, der gerade am PC sitzt, schon den PC leisten. Oh, Elon, du miefst aber auch, Alter. Wasch mal deinen Kopf. Komm schon, komm schon. Oh, das wird knapp. Nein. Ja, willst du mich ja dir dein hart verdientes Geld verprassen? Ich bin genau der gleichen Meinung wie Sie, mein wunderschöner Herr. Sie sind ein sehr netter Mensch, sind Sie. Hat Ihnen das Ihre Mutter heute schon auf WhatsApp geschrieben? Vollständige Bezahlung. Yes, baby. Let's go. Hi, auf Sie habe ich gewartet, mein Freund, Alter. Sie sind das Highlight des Tages. Camel Prime. Danke dir, Alter. So, die Leggy darf lobben. Die Einrichtung ist nicht abgeschlossen. Was? Was lag der? Was fehlt denn da? Ey, die jetzt stiften. Boah, die ist robust. Yeah. Im Kreuze. Ah. Oh, sorry, Vin Diesel, alles Haus. Was fehlt denn hier jetzt aber? Ach so, der muss da nah ran. Oh, guck mal, die Moneten, Alter, die flowen. Porsche Game S, Jungs. Jawohl, ja. Schatz, heute wird wieder was gegessen. Ja. Oh mein Gott, jetzt geht's hier aber richtig ab. Die Investition meines Lebens, Leute. Yesterday. Oh, my troubles seem so away. Es ist nach 23 Uhr. I'm super sorry, wir müssen zumachen, Alter. Wir machen Dichte. Digga, ich bin fit wie Sau. Ich werde nicht müde. Durch meine Skillpoints. Was ist denn los? Was ist los? Ich glaube, es ist vielleicht trotzdem an der Zeit, mal nach Hause zu gehen, oder? Nach 1 Uhr kommen eh keine Kunden mehr. Bin zu Hause. Okay, ich gehe erstmal pennen. Und dann werden die Quadratmeter hier aber signifikant erhöht, meine Damen und Herren. Komm, wir kaufen uns den neuen Raum. Komm, let's go. Oh mein Gott, nein. 2, 3 Plätze kriegen wir da mit Sicherheit hin. Wie in einer Legebatterie, ey. Oh mein Gott, okay. Und das nächste sollte sein Konsolentisch. Nehme ich den aus Glas oder nee, ich nehme den hier. Ich weiß nicht, ob man dazu dann irgendwie auch noch einen Stuhl braucht oder so. Wahrscheinlich schon. Weißt du was? Ich kaufe den schon mal. Weil dann sehe ich nämlich, was es bedarf. Ey! What the fuck? No! Du Assi! Mein Buschair! Die hat meinen Stuhl geklaut! Der hat es dem unterm Arsch weggekrabbelt! Wie kleiner Schnäppchenjäger, sie. Das gehört mir. Oh mein Gott, meine Bestellung! Gib das mal her. Das ist der übelst hässliche Tisch, Alter. Das ist zwar jetzt hier auch nicht alles schick und so, aber... Machen wir mal hier hinten einfach irgendwie eine Konsolenecke, eine kleine. Also Sofa oder so wäre geil. So, jetzt nehmen wir das Ding hier. Setzen das da drauf. Ach so, ist bei uns Stuhl, ne? Ich glaube, Controller kriege ich hier, right? So, den weißen. Also wir brauchen noch einen Monitor und wir brauchen einen Stuhl. Ich würde sagen, das kriegen wir heute aber nicht mehr zusammen, obwohl ich es feiern würde. So, sie muss jetzt noch fertig werden und dann würde ich sagen, lasse ich es für heute gut sein. Beziehungsweise, ja, müssen wir sehen. Also,
es erschöpft sich halt auch so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, jetzt seht ihr auch stiften. Oh, Mann. Wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob ich das hier weitermache. Und ich weiß, dass das Feedback ist gut. Ihr liebt das Spiel. Aber wie gesagt, es wird jetzt halt... Es wird auch, glaube ich, nicht wirklich viel interessanter. Ich könnte ja trotzdem hier vielleicht noch ein, zwei Mal reinschauen. Aber das wird vielleicht eine Weile auf sich warten lassen. Wir sehen uns dann in einem anderen Game vermutlich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis hierhin. Dankeschön. Und macht's gut.